Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 4. Ich klettere wieder hier hinab. Ich werde wieder... Gut, die Haltung kann er noch behalten, das ist schön. Werde hier wieder von den Geistern hundertprozentig aufgehalten, denn ich kriege es nicht hin, hier lang zu laufen. Oh, der ist diesmal auf der anderen Seite. Viel fairer eingesetzt. Ja. Also irgendwie die Steuerung ist... schlimm. Bei den ersten beiden, bei den ersten drei Teilen war es irgendwie angenehmer. Oh ja, genau, hier ist was im Weg. Ich kann die Kameraansicht nicht ändern. Toll. Ich hasse statische Kameras. Habe ich das schon mal gesagt? Wo ist der Hund? Ich sehe keinen Hund. Ich laufe weg. Ha. Jetzt habe ich dich da hinten in der Ecke. Jetzt kommst du hier nicht mehr weg. Wo willst du hin? 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 Da willst du hin, Mistviech, ey. So. Welche systematisch einen Hund nach den anderen hoffentlich erlegen. Henry! Henry. Nein, echt jetzt? Ja, ich hab's doch verstanden. Ich weiß es mittlerweile. Du musst dich nicht wieder fünfmal wiederholen. So, dich Hund nehme ich jetzt. Und schlag dich! Weg, 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 habe ich gesagt, weg. Am besten ist es für mich, ihm gerade die Gegner einfach irgendwie in der Ecke zu bekommen. So, Nummer 1 ist weg. Also Nummer 2 mittlerweile. Oh ja, du darfst mich einmal beißen und dann darfst du umfallen. Scheißviech. Ey, warum sind die auch so agil? Ich hab euch mal gemocht. Och ja, da ist der nächste mit aufgetaucht. Ne, geil. Ja, genau, guck den an, der nichts macht die ganze Zeit. Ha. Ha. Komm schon, komm schon. Ja, der ist weg. Der macht nichts mehr. Nimm den anderen. Ah! Ich muss ihn mit möglichst wenig Treffern durch, damit ich immer ein bisschen Ruhe habe. Ach, dieses Wegspringen von den Viechern, das ist nervig. Man kann das noch nie mal irgendwie abpassen oder so. Ja, und er macht wieder, was er will. Oh, wieder eins erledigt. Fehlen nur noch ein oder zwei. Ich höre sie nämlich. Hallo, komm mit. Er macht das sogar, das finde ich nett. Dass du mich jedoch getroffen hast, finde ich nicht nett. So, jetzt haust du wieder ab. Jetzt kriegst du wieder einen Schlag, jetzt haust du wieder ab. Jetzt kriegst du einen Schlag, jetzt haust du wieder ab. Ja, so langsam komme ich dahinter, wie die Viecher funktionieren. Oh, absolute Top-Ruhe. Alle Viecher erledigt. Und weh, ich kriege dadurch nicht das gut Super-Ending. Dann bin ich... Hallo? Ja, mitnehmen. Das ist das Eisen. Wunderbar. Waffeleisen. Hier hinten war ja das Ventil, welches wir ja suchen. Und dreh dich um, Herrgott, nochmal. Kann ich hier raus? Nein. Okay. Da ist keine Tür, da ist nichts, 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 da ist auch nichts. Hier ist nichts. Ja. Also das erste... Moment. Da liegt doch was. Da liegt doch was. Ach, dann halt eben nicht. Da liegt nichts, da liegt nichts. Ich habe mich versehen. Da lag zwar was Blaues. Ihr habt es jetzt auch gerade gesehen, aber da liegt nichts. So, ist hier hinten noch was. Ein Ausgangsloch! Oh, ich liebe dich, du Ausgangsloch. Dann brauche ich nie wieder diese dummen Köter zu erledigen. Ah, ist das toll. Ja, Hello freut sich. Was freue ich mich. Wann freue ich mich, dass wir keinen Strom haben, aber der Denkenventilator funktioniert. Ich hätte jetzt auch gerne einen Denkenventilator. Und so. Mein Apartment funktioniert, ohne die Datei anzuhaben. Dann guck ich mal aus dem Fenster. Ihr habt mir gesagt, ich soll immer mal öfter aus dem Fenster gucken. Also gucken wir mal aus dem Fenster und warte. I like this dance and I dance with somebody. With somebody. Dance with somebody. Wo sein? Na komm, zeig dich wieder. Ich will dich nochmal tanzen. Ja, dance with somebody. With somebody. Oh yeah. Ich liebe diesen Song. Deswegen tanze ich um mein Bett herum. Oh, da oben ist jemand aufgetaucht. Links oben. Seht ihr? Links. Links oben. Krawatte. Krawattenträger. Bürohengst. Werden die anderen beiden Fenster auch noch mit Leben erfüllt? Ich meine, wir haben jetzt den Spinner, der im Kreis rennt um ein Bett oder Couch, die ganze Zeit tanzt. Wir haben den komischen Kerl, der uns anguckt, aber uns nicht sieht. Und
Was mit dem Rest? Komm, wir muss da noch mehr passieren. Gib mir mehr. Oh, ich kann mich ja noch umgucken. Verdammt, voll vergessen. Da hinten haben wir sie ja gesehen. Hotels, Haus. Oh nein, in dem Hotel sind wir auch noch unterwegs. Bars, Housefield. 555. Moment. 555-3750. Jetzt muss ich ja mal was ausprobieren. Auch wenn das Telefon ja eigentlich nicht funktioniert. Weil nicht angeschlossen. 555-3750. Es klingelt. Hallo? Hat aufgelegt. Dieses Geräusch gerade eben. Was war das? Ja, es war ein komisches Geräusch. Moment mal, also. Telefonnummern funktionieren. Gibt's hier noch mehr Telefonnummern? Was ist denn da los? Ist das ein Studentenwohnheim? Der eine tanzt, der andere guckt. Da hinten sind auch noch mal zwei Dösballen und machen irgendwas. Aber wir sind eigentlich ja nur ins Apartment gegangen, um mal kurz zu speichern und dann wieder zurück in die Hölle zu gehen. Und deswegen werde ich jetzt aber erst nochmal gucken, ob ich ein bisschen spannen kann. Sowas macht man nicht, Leute. Aber ich darf es. Oh, es ist immer noch nur der Hase da. Ich will doch mehr sehen als den Hasen. Menno. Oh, Stühle. Stühle sind im Weg. Schön. Oh, ich laufe hier wie ein Besoffener hin und her. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es. Überschreiben, ja bitte, Speichervorgang läuft. Abgeschlossen. 55 Minuten und ich bin noch in der U-Bahn. Ist das eine gute Zeit? Ich weiß es nicht, glaube ja nicht. Es wäre unwahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es einen Speedrun innerhalb von 5 Minuten durch das ganze Spiel oder sowas. Ich habe jetzt zu Silent Hill 3 habe ich einen Speedrun gesehen, halbe Stunde, beziehungsweise eine Stunde war die Aufnahme lang. Zweimal ist der da durchgerannt. In einer gesamten Stunde. Natürlich keine Cutscenes oder so, aber trotz alledem in der gesamten Stunde durch ein ganzes Spiel rennen, das ist Half-Life 2 Speedrun mäßig. Und Half-Life 1 Speedrun, kennt ihr wahrscheinlich auch, ziemlich geil. Ich liebe Speedruns. Speedruns sind, für mich sind sie interessant, weil diesen Skill, den die Leute da zeigen, ja, ich dachte, hier hinten wäre nochmal was, ich finde es einfach nur atemberaubend. Ich würde sowas auch gerne können, aber ich kann sowas nicht und deswegen versuche ich es auch erst gar nicht, denn ich nehme einen Tonicum mit. Tonicum! Nährstoffdrink. Die Namen werden auch jedes Mal bescheuerter. Tonicum. Das wird für mich Tonicum. Jetzt habe ich schon wieder die rechte Seite genommen. Egal. So, an dir verliere ich jetzt kein Leben. Schlag zu. Schlägst du nur einmal? Nein. Ja, natürlich. Und er schlägt mich wieder. Wusste ich. Oh, gut. Glück gehabt. Kann ich die Viecher eigentlich auch irgendwie erledigen, ohne dass sie mich treffen? Und? Och, ist doch nicht wahr. Was ist denn das hier für eine dumme Stelle? Du Krebsgeburt, steh auf! Gott, Sakramente nochmal, das ist nur eine Hand! Kennst du nicht den Spruch, sprich mit der Hand? So! Alter, dann holt er mit der anderen Hand aus. Ich werde diese Stelle noch schaffen. Aber sie ist schön. Nämlich nicht. Ey, ich würde jetzt schon wieder ganz gerne ins Apartment zurücklaufen. Ich glaube. Wir sind sowieso gleich wieder im Apartment. Aha, die haben also auch einen Trick. Man muss sie mal so ein bisschen gegenlaufen und dann zuschlagen. Ja, steh auf. Lauf. Ja, so geht das natürlich auch. Das ist auch eine Möglichkeit. Gut, dass wir es gegangen. Das rechts waren zwei hintereinander. Da wäre ich niemals vorbeigekommen. Nehmen. So, ein bisschen Randtasten. Schlagen, Randtasten, schlagen, Randtasten, schlagen, Randtasten, tot. Ja, so funktioniert das. Und da ist der nächste. Der mir natürlich volle Kanüle die Beine wegfetzt. Warum? Weil er es schön fand. Ich mach das auch gerne. Täglich bei fremden Leuten einfach die Beine mal wegfetzen. Beziehungsweise einfach mein Gesicht mit den Krallen. Lauf. Oh, wie lang ist denn das hier noch? Das ist die Hölle auf Erden für mich, Leute. Ja, und oh, genau. Kann ich hier nicht die Seite wechseln? Aber Leute, wie ich mich hier weiter hoch... Quäle. Das ist wirklich Qual. Seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin Hello986, wir spielen Silent Hill 4. Bis dann.